Herzlich willkommen zu einem neuen Sonntag und diesen Sonntag möchte ich mit euch ein neues, sehr spannendes Thema teilen. Dieses Thema ist wieder aus einer Frage entstanden, die bei uns in der Telegram-Gruppe gestellt wurde, über das wir gemeinsam dort gesprochen haben. Und jetzt habe ich die Zeit gehabt, dieses Thema in Form eines oder diese Frage in Form eines Themas zu beantworten. Und wenn du dabei sein möchtest und auch die Diskussion miterleben möchtest, dann lade ich dich herzlich damit ein. Der Link steht hier unter diesem Video. Du kannst dich gerne dieser Telegram-Gruppe auch mit anschließen. Und bevor ich mit dem Thema beginne, möchte ich auch auf diesem Wege meinem jungen und lieben Freund namens Jason einen Gruß senden. Sei gegrüßt, lieber Jason, und ich wünsche dir, dass deine Talente noch dich in deinem Leben weiterhin begleiten und dass du ein erfolgreicher Mensch wirst, weil du das Zeug dazu hast. In diesem Sinne, sei gesegnet. Ja, und unser Thema heute wird heißen der oder der Bethsaida-Syndrom. Aus Markus Kapitel 8, Vers 22 bis 26 lesen wir über eine Stadt namens Bethsaida. Und darüber hinaus gab es, wie ich schon davor gesagt habe, eine sehr interessante Frage. Und deswegen ist dieses Thema bei mir entstanden, das ich sehr gerne mit euch teilen möchte. Bethsaida-Syndrom habe ich auch ganz bewusst genannt, weil ich am Ende etwas mit dir teilen möchte, was ich finde, dass bei uns im Leben tatsächlich immer noch als ein Syndrom erhalten geblieben ist. Und deswegen ist diese Botschaft für mich heute besonders wichtig, es mit dir zu teilen. Bevor wir mit dem Thema beginnen, möchte ich einfach erstmal diesen Bibelabschnitt gemeinsam durchlesen und dann werden wir das Ganze uns ein bisschen genauer und näher anschauen. Wenn wir Markus Kapitel 8, Vers 22 bis 26 öffnen, steht Folgendes geschrieben. Im Bethsaida brachten einige Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann zu berühren und zu heilen. Jesus nahm den Blinden an der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann spuckte er dem Mann auf die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, siehst du was? Der Mann sah sich um. Ja, sagte er, ich sehe Menschen, aber nicht sehr deutlich. Sie sehen aus wie umhergehende Bäume. Da legte Jesus seine Hände wieder auf die Augen des Mannes und als sich der Mann erneut umschaute, war er völlig geheilt und konnte alles deutlich erkennen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, geh auf dem Weg nach Hause, nicht durch das Dorf. Wir sehen vor uns eine sehr interessante Geschichte. Es geht um einen Mann, der zu Jesus gebracht wird. Und dieses Ereignis passiert, würde ich jetzt ganz genau ein bisschen begründen, vor den Toren oder vor der Stadt Bethsaida. Dieses Ereignis passierte vor der Stadt Bethsaida, aber dieser Mann kam oder die Leute waren in Bethsaida, als sie diesen Mann zu Jesus geführt hatten und um Hilfe gebeten haben, beziehungsweise um ein Wunder gebeten haben, was sie hier auf dieser Stelle von Jesus erwartet haben. Bevor wir in die Deutung des Ereignisses kommen und um die Gedanken entwickeln, möchte ich einfach ganz klare Frage stellen, die uns halt in der Gruppe auch hervorgebracht wurde. Und die Frage heißt hier so, warum benötigte Jesus zwei Versuche, um den blinden Mann zu heilen? Besser gesagt, bei uns in der Gruppe war das ein bisschen anders.
Es wurde mehr oder weniger sogar quasi als Entschuldigung hervorgebracht. Und das ist auch das, was ich bis jetzt tatsächlich auch so vermutet und akzeptiert habe. Nämlich, wenn wir oft für unsere Probleme beten oder wenn wir Heilung erwarten und diese nicht bekommen, dann kann man sich quasi auf diese Bibelstelle berufen und sagen, schau doch mal, selbst bei Jesus gab es Momente, dass es nicht auf einmal funktioniert hat. Selbst Jesus hatte eine Begebenheit, die nicht sofort so klappte, wie es wahrscheinlich für Jesus selbst erwünscht war. Und deswegen möchte ich einfach die Frage erstmal so ein bisschen weiterentwickeln und bevor wir tatsächlich das so deuten, einfach mal die Frage stellen, war das denn tatsächlich so, dass bei Jesus etwas nicht geklappt hat oder war das vielleicht doch anders? Ich finde, dass davon sehr vieles bei uns im Leben abhängig ist und wenn wir das richtig verstehen, auch sehr viel Potenzial dadurch entsteht, dass wir im Leben dadurch entwickeln können. Lass uns deswegen erstmal ein paar Bibelstellen oder ein paar Verse aus diesem Bibelabschnitt hervorheben und ein bisschen genauer angucken. Ganz genau Vers 23, ich habe es gelb markiert. Jesus nahm den Blinden an der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Was interessant ist in diesem Bibelabschnitt von vornherein, was mir jetzt aufgefallen ist, Jesus war in der Stadt Bethsaida. Zu ihm wird dieser Mensch gebracht und es wird ihm eine Frage oder eine Bitte hervorgetragen, mach doch, dass er wieder sehen kann. Und bevor ich diese Bibelstelle Vers 22 deuten werde, möchte ich das erstmal überspringen und unser Auge darauf lenken, was Jesus da getan hat. Er packt diesen Mann an der Hand und führt ihn aus der Stadt hinaus. Es ist total interessant, nicht wahr? Das ist mir tatsächlich früher, weil ich das wirklich als eine Botschaft gehört habe, erstmal, ist mir, weil ich das gehört habe, wo dieser Vers zitiert wurde, dass er erstmal probiert hat und dann nochmal probiert hat und dann ging alles, habe ich im Kontext erstmal gar nicht weiter geguckt. Also ich habe im Grunde genommen die Botschaft so für mich akzeptiert, dass Jesus auch mal einen Zwischenfall hatte, dass es nicht sofort geklappt hat mit der Heilung. Aber wenn wir das Ganze genau anschauen, sehen wir, dass es Jesus gar nicht egal war, wo er gerade sich mit diesem Mann aufhielt. Und bevor er überhaupt an sein Werk ging, musste er erstmal diese Situation oder seine Umgebung verändern, damit er überhaupt das Ganze aktivieren konnte. Und das ist für mich eine sehr interessante und spannende Sache. Im nächsten Vers, Vers 23, steht Folgendes: Jesus nahm den Blinden an der Hand und führte ihn, Entschuldigung, das habe ich ja schon vorgelesen, führt ihn aus dem Dorf hinaus. Und dann sehen wir weiter in demselben Vers. Dann spuckte er dem Mann auf die Augen. Ich habe spuckte dem Mann auf die Augen rot markiert. Vielleicht kommt mir die Erleuchtung bis Ende des Vortrages. Aktuell habe ich für mich keine Erklärung dafür, dass Jesus das gerade so gemacht hat. Ich muss ja aber auch nicht alles wissen. Ich darf die Freude haben, dass ich auch immer wieder mich weiterentwickeln kann, weiter wachsen kann. Deswegen bin ich ganz ehrlich und offen. Wir können ja gerne auch darüber später diskutieren in der Gruppe bei uns. Was machte Jesus hier aber weiter, als er ihn herausgeführt hat? Er legte ihm die Hände auf und fragte. Er fragte ihn etwas. Siehst du etwas? Und das ist sehr interessant und spannend für mich. Hier möchte ich etwas sehen oder etwas hervorheben und bemerken. Jesus
fragt den Mann etwas. Als ich das gelesen habe, kam bei mir etwas hervor. Oder besser gesagt, eine Frage hervor. Ich habe gesagt, Jesus, was passiert hier? Was ist los? Warum fragst du ihn? Ja? Und wenn wir Vers weiterlesen, Vers 24, dann steht hier Folgendes. Der Mann sah sich um und beantwortete, ja, ich sehe Menschen, aber nicht sehr deutlich. Sie sehen aus wie umhergehende Bäume. Also wir sehen erstmal eine Frage. Jesus fragt ihn, siehst du was? Und wir sehen eine Antwort, wie Jesus sagt, wie der Mann sagt, ja, aber das, was ich hier gerade aktuell sehe, ist nicht zufriedenstellend. Und das ist schon sehr interessant, nicht wahr? Also das ist für mich total untypisch. In allen anderen Bereichen, wir werden gleich ein paar Bibelstellen lesen, zitieren, war Jesus immer hundertprozentig erfolgreich. Nur hier in diesem Moment fällt es auf, dass Jesus wahrscheinlich nicht so richtig seinen Tag hatte, nicht so richtig in der Stimmung war, nicht so richtig bei Kraft war und deswegen bräuchte er quasi so gesehen einen zweiten Anlauf. Und auf dieser Sache möchte ich einfach zwei Fragen formulieren, die wir gerade so versuchen zu beantworten. War Jesus sich in diesem Moment nicht seines sicher? Und war die Antwort des Blinden nicht ein Beweis dafür, dass es bei Versuch Nummer 1 nicht geklappt hat? Oder etwas schiefgegangen ist? Etwas nicht so funktioniert hat, wie Jesus gerade machen wollte? Bevor wir auf diese Antworten, oder das sind ja Fragen, die sofort quasi tatsächlich bei uns aufleuchten, aber bevor wir auf diese Fragen eine Antwort geben, möchte ich erstmal etwas charakterisieren, wie Jesus überhaupt war. Und zwar nämlich die Frage, wer war Jesus? Wir sehen dazu drei Bibelstellen, die ich erstmal rausgesucht habe für uns. Matthäus Kapitel 8, Vers 8 steht Folgendes geschrieben. Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Wir sehen hier einen Hauptmann, der zu Jesus kommt. Und wir sehen hier, was der Hauptmann von Jesus hielt, nicht wahr? Er sagt ganz einfach, ich möchte nicht dich in mein Haus reinlassen. Das heißt, der Hauptmann sieht und erkennt an, dass er es nicht wert ist, dass Jesus quasi ihn in seinem Haus besucht. Und deswegen sagt er, ist kein Problem, Jesus, du musst nicht zu mir in mein Haus kommen. Es reicht vollkommen aus und ich bin mir dessen vollkommen sicher, wenn du nur ein einziges Wort sagst, wird das genauso sein, wie du sagst. Und deswegen ist für mich halt die Frage wichtig, wenn der Hauptmann das bezeugt, dass Jesus eigentlich keinen Fehlschuss haben kann, war Jesus sich bei dem Vorfall in Bethsaida sicher, dass es geklappt hat, oder war er tatsächlich unsicher und musste deswegen nachfragen? Oder wollte Jesus dann tatsächlich etwas anderes damit erreichen? Weiter sehen wir in diesem Abschnitt, den wir jetzt hier gelesen haben, wer war Jesus? In Lukas Kapitel 6, Vers 19 folgendes. Jeder versuchte, Jesus zu berühren, denn von ihm ging eine Kraft aus, die sie alle heilte. Und was hier besonders hervorgehoben ist für mich, also jeder versuchte, ihn zu berühren und alle wurden geheilt.
Also es gab hier einen Moment, wo es Jesus eigentlich unwichtig war, so wie ich das verstehe, irgendeine Botschaft zu vermitteln und deswegen alle Menschen, hier wird gar nicht aufgezählt, welche Krankheiten die hatten, diese Menschen, die werden einfach alle sofort geheilt, sobald sie mit Jesus in Berührung kommen. Ja, sobald sie ihn berühren, geht eine Kraft aus, die sofort alle umreißt. Und die nächste Bibelstelle, Matthäus wieder, Kapitel 14, Verse 35 bis 36, steht folgendes: Als die Leute Jesus erkannten, schickten sie Boten in die benachbarten Orte und man brachte alle Kranken zu ihm. Diese baten Jesus, wenigstens ein Stück seiner Kleidung berühren zu dürfen. Und wiederum alle, die das taten, wurden gesund. Wieder genau dasselbe, als die Menschenmenge mitbekommt, Jesus befindet sich an einem bestimmten Ort, kommen sehr viele Menschen vorbei und die haben ein Problem, sie haben Krankheiten mit sich mitgebracht. Und genau dasselbe, alle Menschen, die da waren, alle Menschen, die Jesus berührt hat, sie waren alle gesund. Also wir sehen hier Zeugnisse über Jesus, wie er überhaupt funktioniert hat. Wir sehen hier, dass es überhaupt keinen Fehlschuss bei Jesus geben konnte. Menschlich gesehen, wenn ich zu einem Arzt gehe, kann ich es mir erlauben, dass, oder ich erwarte sogar nicht immer, dass es sofort alles funktioniert, nicht wahr? Das heißt, es gibt immer wieder tatsächlich ersten, zweiten Anlauf. Es gibt oft Versuche, die tatsächlich gar nicht funktionieren und so weiter. Die Ärzte sind auch oft mal hilflos und können nicht weit genug helfen. Bei Jesus war das definitiv nicht so. Wir können das vollkommen ausschließen. Und deswegen ist es für mich erstmal wichtig, hervorzuheben, wer Jesus eigentlich war. Und damit auch zu zeigen, dass bei Jesus sowas gar nicht passieren konnte. Jetzt möchte ich eine andere Sache anschauen, weil die Frage natürlich da ist, was wollte denn Jesus überhaupt dann damit bezwecken? Ja, weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben festgestellt, bei Jesus hat eigentlich immer sofort funktioniert. Jesus war nicht derjenige, der irgendeinen Mangel hatte. Und das sehen wir auch, wenn wir Johannesbrief lesen, Johannes Evangelium, Entschuldigung, dann sehen wir tatsächlich sehr viele Dinge, wo Jesus seine absolute Autorität über alle Dinge, die Mensch quasi benötigt und wo er tatsächlich an Grenzen stößt, zeigt Jesus seine absolute Autorität darüber. Also stellt sich die Frage, was wollte Jesus damit eigentlich zeigen? Und das möchte ich jetzt erstmal unter der Überschrift geistliche Blindheit zusammenfassen und zwei Bibelstellen dazu uns vorlesen. Die erste Bibelstelle steht in Johannes Kapitel 9, Vers 39 und 41. Hier sagt Jesus etwas zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten, die damals ihn umgaben. Es ging hier übrigens wiederum um einen Zwischenfall, wo ein Blinder mit verwickelt war. Das heißt, das war Jesus irgendwo bewusst wichtig, gerade die Blindheit damit zu verknüpfen, um etwas den Menschen zu zeigen. Und deswegen sehen wir hier Folgendes niedergeschrieben. Da sagte Jesus zu ihm: Zum Gericht bin ich in die Welt gekommen. Ich bin gekommen, die Blinden sehend zu machen und denen, die sich für sehend halten, zeige ich, dass sie blind sind. Das heißt, erstmal sagt er zu dem Blinden, der jetzt sehend geworden ist, sagt er auch mit dir. Ja, also es ist schon der zweite Fall. Auch mit dir habe ich eine besondere Absicht. Ich möchte nämlich den Blinden, die Blinden sehend machen. Ja, ganz klare Sache. Und die, die sehend sind oder sich für sehend halten, möchte ich zeigen, dass sie blind sind.
Und das ist schon sehr interessant. Also Jesus zeigt hier ein Moment, hebt er hier vor und sagt, ich verbinde hier quasi die geistliche Atmosphäre mit der physischen Atmosphäre. Weil die Blinden, die blind sind, waren ja nicht nur physisch blind, sondern die sind auch geistlich blind gewesen. Oder man könnte sagen, die waren durchaus auch geistig blind, aber er hat sie auch aus der physischen Perspektive wieder sehend gemacht. Und andersrum möchte er aber auch zeigen, die Menschen, die denken, die sind sehend und wieder dieselbe Verknüpfung, ja, die denken oder meinen, die sind geistlich sehend, sagt er, dass die möchte er zeigen oder darauf hinweisen, dass sie tatsächlich eigentlich blind sind. Und im Vers 41 geht er darauf weiter ein und sagt jetzt direkt zu den Pharisäern in diesem Moment oder zu den Juden, also Schriftgelehrten. Jesus antwortete, werdet ihr tatsächlich blind, dann treffe euch keine Schuld. Aber ihr sagt ja, wir können sehen. Deshalb kann euch niemand eure Schuld nehmen. Also wir sehen hier ganz klar und ganz deutlich, Jesus geht auf die Schriftgelehrten und sagt, ihr habt ein Problem. Ihr sagt, ihr seid sehend. Ihr sagt, ihr habt alles verstanden. Und deswegen, weil ihr da sagt, stelle ich eine Diagnose fest, dass ihr eigentlich blind seid, aber weil ihr meint, ihr seid nicht blind, seid ihr gar nicht in der Lage, sehend zu werden, weil ihr mein Wunderwerk in eurem Leben gar nicht akzeptiert. Und das ist eine wichtige und krasse Botschaft, die heute mir besonders in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist zu vermitteln. Dazu noch ein Bibelvers aus Matthäus Kapitel 11, Vers 21. Wehe dir, Bethsaida, während in Tyrus und Sidon die Taten geschehen, die bei euch in Tyrus und Sidon die Taten geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Also Jesus sagt hier ganz deutlich, er klagt Bethsaida und natürlich da noch die Chorasinstadt mit an und sagt, ihr habt ein riesiges Problem. Und was ist das Problem? Wo klagt er oder worin klagt er die Städte an? Er sagt, ihr habt kein Glauben. Und ihr habt eine Möglichkeit gehabt, darin zu wachsen und quasi euch umzukehren, die Augen zu öffnen, wieder sehend zu werden. Und er sagt, selbst andere Städte wie Tyrus und Sidon, hätten sie das erlebt, was ihr jetzt gerade vor euch habt, würden die tatsächlich sich sofort umdrehen, sie würden Buße tun und sie würden sich zu mir bekehren. Aber genau das passiert bei euch nicht. Das heißt, hier sehen wir, dass Jesus ganz klar etwas antadelt oder verurteilt, was in Bethsaida in diesem Moment war. Nämlich der Glaube in dieser Stadt oder Jesus damit war tatsächlich sehr dolle abgelehnt. Er wurde nicht akzeptiert. Und deswegen sehen wir auch diesen Zwischenfall, dass er dort überhaupt gar nicht reagieren konnte. Bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich jetzt einfach hier so einen Einschnitt machen im Vers 25. Da legte Jesus seine Hände wieder auf die Augen des Mannes und als sich der Mann erneut umschaute, war er völlig geheilt und konnte alles deutlich erkennen. War er völlig geheilt und konnte alles deutlich erkennen. Das heißt, wir sehen hier etwas, was für Jesus sehr wichtig war. Er zeigt dem Mann erstmal, ich muss deine geistliche Blindheit aufheben. Ich muss erstmal deinen Unglauben heilen.
Ja, wir sehen noch ein anderes Beispiel in der Bibel, wo ein Schriftgelehrter eigentlich, ja, ein Hofbeamter zu Jesus kommt, sagt er, ja Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er sieht bei sich eine Tatsache, dass der Unglaube in ihm, also das, was er quasi gegen, was verhindern könnte, dass Jesus in ihm aktiv ist. Er sieht, dass das so hoch ist, die Ablehnung der Kraft Gottes in seinem Leben ist so hoch, dass er sagt, hilf mir, dass das nicht stört. Weil ich glaube schon, dass du das machen kannst. Er ist sehr offen und deswegen ist Jesus bereit, ihm zu helfen. Und bei diesem Mann muss er ihn tatsächlich aus der Umgebung rausholen, damit er ihn überhaupt erstmal in seinem Glauben stärken kann. Also ich kann mir vermuten, dass er unterwegs mit ihm gesprochen hat, vielleicht seinen Glauben aufgebaut hat. Und in diesem Moment, als er das tut, war halt der erste Schritt, den Unglauben gesund zu machen, zu heilen. Und dann fragt er ihn, siehst du schon irgendwas? Und selbst in diesem Moment sehen wir schon quasi wie dieses Vorwunder, dass der geistliche, dass die geistliche Blindheit, als die gefallen ist, merken wir, dass auch der physische, also die physische Blindheit auch anfängt, sich aufzulösen. Selbst ich finde sogar, dass hier die Macht Gottes sogar präsentiert wird, dass es quasi Jesus sagt, ich möchte quasi noch Schritt 2 dir erklären in deinem Leben, aber der Schritt 1 war schon so übernatürlich groß, dass hier in diesem Moment tatsächlich sogar auch hier etwas passiert, was bei Jesus sichtbar ist. Und dann kommt halt der zweite Schritt, wo Jesus tatsächlich sagt, okay, ich lege das zweite Mal die Hände auf und als sich der Mann erneut umschaute, ja, das heißt, Jesus fordert ihn hier eigentlich gar nicht mehr auf. Ja? Er legt die Hände, nimmt die Hände weg und das ist ihm jetzt sogar eigentlich mehr oder weniger egal. Ja? Aber der Mann schaut sich um und sieht plötzlich, dass er komplett klar sehen kann. Und das ist für mich tatsächlich erstmal faszinierend. Wir sehen hier nicht, dass Jesus einmal einen Fehltritt hatte, sondern wir sehen, dass Jesus hier tatsächlich eigentlich in einem Wunder zwei Wunder macht. Erstens erstmal geistliche Blindheit beseitigen, zweitens die physische Blindheit beseitigen. Und im nächsten Step möchten wir uns eine weitere Markierung anschauen in Vers 22 und 26. Das ist für mich sehr interessant. Vers 22: In Bethsaida brachten einige Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann zu berühren und zu heilen. Jetzt könnte man hier eigentlich tatsächlich sagen, okay, man kann das unterschiedlich deuten. Einmal könnte man das so deuten, dass man sagt, ja, das waren seine Freunde, das waren diejenigen, die sich tatsächlich um ihn bemüht haben und gesagt haben, wir möchten, dass dieser Mann sehend wird. Ja, und deswegen war das der gute und nette Versuch, zu Jesus zu kommen und einfach sagen, bitte mach etwas, damit dieser Mann auch glücklich ist. Könnte man so deuten. Man könnte aber auch anders deuten und ich tendiere eigentlich eher dazu, dass hier ein Mann in Bethsaida gefunden wurde, der tatsächlich hier komplett blind war, wo sich vielleicht sogar die Menschen komplett sicher waren, dass mit diesem Mann wahrscheinlich nichts mehr zu machen ist. Ja, vielleicht fehlten ihm sogar die Augen oder waren unentwickelt. Vielleicht sah man, dass tatsächlich da nichts mehr zu machen ist. Und deswegen bringt man das vor Jesus. Ich vermute mal sogar eher, wir sehen das nachher aus dem Text, deswegen, ich sage das nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern ich vermute mal, er wurde quasi damit versucht, um den Menschen dann zu zeigen, schaut doch mal, er kann doch nicht alles. Und deswegen ist auch interessant, dass Jesus hier gar nicht aktiv wird, weil wir merken, die komplette Atmosphäre
ist so negativ geladen, ist so abstoßend aufgeladen, dass Jesus zwar sich der Person erbarmt, die da ist, aber tatsächlich mit der Person erstmal aus der Stadt rausgehen muss, damit er überhaupt mit der Person arbeiten kann. Deswegen habe ich die Vermutung, dass es hier gar nicht um Freunde ging, sondern sie haben einfach eine Person aufgegriffen und vor Jesus gestellt, um ihn einfach vor anderen zu erniedrigen. Sie waren der Meinung, das ist jetzt etwas, was total unmöglich ist. Und wir werden ihn erstmal bloßstellen. Warum mich dieser Gedanke so interessiert? Weil Jesus im Vers 26 zu dieser Person etwas Besonderes sagt. Nämlich, Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, geh auf dem Weg nach Hause, nicht durch das Dorf. Total interessant, nicht wahr? Jesus schickt ihn nach Hause und sagt, geh nicht durch das Dorf. Erstens ist Jesus total geil, was die Menschenmenge von ihm denkt. Und zweitens sehen wir aus dieser Sache, dass es wahrscheinlich überhaupt keine Menschen im Dorf waren, die daran Interesse hatten, wird er jetzt sehen oder nicht. Diesen Menschen ging es gar nicht darum. Diesen Menschen ging es darum, ihren Unglauben, ihre geistliche Blindheit nochmal zu stärken, ihre Ablehnung gegen Jesus nochmal wachsen zu lassen. Und deswegen sagt hier Jesus, lass diese Menschen in ihrem Unglauben und weiche diese Städte, damit dieser Unglaube, diese geistliche Blindheit wieder dich nicht befallen kann. Weil aus der geistlichen Perspektive kommt wieder die geistliche Blindheit und kann sich auf unsere physische Blindheit wieder übertragen. Das ist meine Argumentation zu dieser Bibelstelle. Deswegen, wenn wir zu der Frage kommen, warum benötigte Jesus zwei Versuche, um den blinden Mann zu heilen, geht es nicht darum, dass wir es uns als Entschuldigung nehmen können und sagen können, ja, okay, wir haben gebetet, funktioniert nicht, Jesus hatte auch zwei Versuche, also kann ich heute drei oder vier haben. Ich bleibe im Glauben, ich versuche es nochmal. Wisst ihr was? Als ich das tatsächlich so für mich überlegt habe, habe ich gedacht, das ist komisch, das ist irgendwie kontraproduktiv. Okay, gut, bei Jesus beim zweiten Mal, ich übe weiter. Vielleicht beim zehnten Mal klappt es. Vielleicht wird es funktionieren. Bei Jesus war ein Aussetzer, bei mir kann ich fünf Aussetzer erlauben. Es geht nicht darum. Es geht nicht darum. Und deswegen, wenn wir die letzte Folie jetzt nochmal betrachten, habe ich eine Frage hervorgehoben. Vielleicht hast du auch ein Problem, das sogenannte Bethsaida-Syndrom. Das habe ich jetzt bewusst so genannt. Vielleicht hast du auch ein Bethsaida-Syndrom oder ich persönlich. Versteht ihr? Das heißt, es geht mir nicht darum, dass ich also einfach sage, okay, ich entschuldige mich, weil bei Jesus auch sowas war, sondern es geht eigentlich um etwas, was bei mir noch tatsächlich nicht richtig funktioniert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an uns weiter arbeiten, dass wir unseren Glauben stärken können, dass wir unsere Überzeugung stärken können. Versteht ihr? Es bedeutet nicht, dass ich hier tatsächlich sagen kann, okay, es muss bei mir alles auf Anhieb funktionieren. Kann ich von vornherein sagen, es wird gar nicht alles auf Anhieb funktionieren. Ja, weil wir tatsächlich im Wachsen sind. Aber wie sieht das denn aus, wenn mein Unglaube größer ist als mein Glaube? Das heißt, wenn meine geistliche Blindheit das überwiegt, was Jesus eigentlich in meinem Leben machen will. Versteht ihr? Und das ist eigentlich meine Erklärung zu dieser Bibelstelle. Ja, ich muss mich immer mehr mit dem Wort begeistern, mit dem Wort beschäftigen. Ich muss mir nochmal genauer Jesus Leben angucken, wie er wo gehandelt hat. Und wenn ich das machen werde, wird sich meine Kraft, meine Überzeugung noch mehr
stärken. Und ich fange an, feste Schritte zu tun. Das heißt, ich mache einen Schritt, vielleicht mache ich eine Bauchlandung, ich mache einen zweiten Schritt, ich mache einen dritten Schritt. Irgendwann fange ich sicher an zu gehen und irgendwann renne ich. Irgendwann laufe ich. Und das ist das, was die volle Mannesreife ist. Versteht ihr, meine Lieben? Das heißt, wenn ich auf einmal komplett Jesus repräsentieren kann, weil ich mir ganz, ganz sicher bin, dass seine Kraft keine Fehlschüsse erlaubt, sondern ich kann in voller Autorität handeln. Das ist nämlich das, was Jesus uns zusagt, was er uns verspricht und was er von uns erwartet. Deswegen finde ich, dass diese Bibelstelle für uns keine Entschuldigung sein sollte, sondern viel eher als ein Maßstab, wo wir feststellen können, sind wir soweit oder gibt es bei uns noch tatsächlich, es ist nicht schlecht, nicht schlimm, ja, möchte ich nochmal betonen, aber gibt es bei uns noch Momente, die, wie soll ich sagen, als schlechter Beigeschmack, als schlechte Erfahrung in uns festhängen, die hindern, dass Jesus sich vollkommen und vollständig in seiner Macht und Kraft in meinem Leben entfalten kann. Und das ist mein Wunsch auch heute an alle von uns, dass wir tatsächlich uns in dieser Macht, in dieser Vollmacht ausbilden und dass wir immer wieder nicht aufgeben, sondern probieren, probieren und nochmal probieren. Es gibt tatsächlich sehr viele Lehren, auch auf YouTube, in den Gemeinden, dass sowas überhaupt unter den Christen heutzutage nicht passiert. Also eine komplette Ablehnung. Und deswegen sage ich, das ist ein komplettes Bezeider-Syndrom. Da kann Gott auch nicht wirken, weil diese Menschen tatsächlich in voller Unglauben sind. Und bevor man da überhaupt wirken kann, muss Jesus uns quasi aus dieser Perspektive rausführen, damit wir wieder in der Lage sind, das zu empfangen, was er in unserem Leben eigentlich aktivieren möchte. Deswegen möchte ich dir in diesem Sinne Gottes Segen wünschen, dass du einfach weiter wachsen möchtest in dem Glauben und dass du Früchte siehst des Wachstums, dass Jesus sich in dir aktivieren kann. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir das Video gefallen hat, teile es bitte mit anderen, kommentiere es, stell bitte ein Like, das fördert die Entwicklung des Videos. Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.